Nächste Rednerin, ÖVP Gabriele Tammerl. Herr Bundesminister, sehr geehrte Damen und Herren, an den Fernsehschirmen via Livestream zugeschaltet, werte Kolleginnen und Kollegen. Ich bin jetzt schon 13 Jahre fast in diesem Parlament, aber ich glaube, die Debatte heute ist fast schon ein Tiefpunkt. Nämlich deshalb ein Tiefpunkt, weil man hier ein System, das es zweifelsohne gibt, wir beschäftigen uns im Untersuchungsausschuss damit, Kollege Wöginger hat zitiert aus dem Buch von Stefan Betzner, der offensichtlich jetzt nach 5 Jahren oder nach mehr als 5 Jahren nach dem Tod von einem Landeshauptmann, der in Kärnten alles dominiert hat, dass hier heute der Herr Kickl so besonders hochgehoben wird. Ja, er ist beschuldigt. Ja, er soll uns sagen, wo er sich die letzten 2 Monate, aufgehalten hat. Er soll uns sagen, warum er seine Aufgabe hier im Nationalrat nicht wahrnimmt als Abgeordneter. Aber ich glaube nicht, dass es notwendig ist, dem Herrn Kickl eine ganze dringliche Anfrage an einen Bundesminister hier zu gönnen, quasi, wenn der Herr Bundesminister aus einem offenen Fahren jedenfalls nichts hier vor dem Nationalrat berichten kann. Aber eines möchte ich schon sagen, die Freiheitlichen, die sich immer bei allen Regierungsmitgliedern immer gleich hinausstellen und sagen, ein Regierungsmitglied, das hier oder da nicht so erfolgreich war, soll zurücktreten. Es gibt sehr viele Beispiele, beispielsweise nach dem Gries-Bericht, der sehr objektiv war, wo die Frau Gries gelobt wurde von allen Parteien, hat es plötzlich geheißen vom Herrn Strache, der Herr Bundeskanzler soll zurücktreten, weil der Gries-Bericht hätte genau aufgedeckt, dass der Herr Bundeskanzler zurücktreten soll. Oder man hat gefordert, dass die Frau Familienministerin zurücktreten solle, wenn man mit der Familienpolitik mit der Frau Familienministerin nicht übereinstimmt. Jetzt frage ich mich, Herr Kickl, wenn gegen Sie Korruptionsvorwürfe laufen, wenn gegen Abgeordnete, gegen ehemalige Landeshauptleute, wie beispielsweise den Herrn Gerhard Dörfler, Vorwürfe lauten, warum tritt er dann nicht zurück? Warum sitzt er immer noch drüben im Bundesrat, wenn Sie sich immer als die Sauberpartei generieren und immer alle anderen hervorziehen und nie selber schuld sein wollen? Ich glaube, dass es eindeutig ist, dass dort, wo die Blauen, blau, orange, blau, die Verantwortung getragen haben, nämlich in Kärnten. Und ich glaube, das ist Ihnen am allermeisten vorzuwerfen, dass Sie hier eine Kindersweglegung betreiben. Wenn wir immer davon sprechen, dass unter der blauen Führung in Kärnten der größte Finanzskandal, nämlich die Hypo Alpe Adria, wo die Republik eingesprungen ist, wo Sie das immer kritisieren, aber wo letztendlich Kärnten pleite gehen würde, wenn die Republik nicht einspringen würde. Ja? Wenn Sie dann immer sagen, naja, aber das war ja nur mehr das BZÖ und der Haider war das BZÖ. Der Gernot Dahmann war in beiden Parteien. 2009 war er sogar Klubobmann-Stellvertreter in Kärnten. Davor war er bei der FPÖ, dann war er beim BZÖ, dann war er bei der FBK, die laut Strache nicht mehr eingegliedert ist in die FPÖ. Was soll das bedeuten? Ja? Und da gibt es ein paar so Proponenten, beispielsweise der Herr Dobernik, der sich entzogen hat im Untersuchungsausschuss, der uns zweimal an der Nase herumgeführt hat. Gott sei Dank hat jetzt das Bundesverwaltungsgericht gegen ihn eine Beugestrafe in der Höhe von 3.000 € verhängt. Und vorgeführt wird er auch, wenn er nicht kommt. Oder der Herr Uwe Scheuch, Part of the Game. Vielleicht können Sie uns das einmal erklären, Herr Kickl, was Part of the Game heißt. Was bedeutet das? Ja, das heißt, ja, wir können den Herrn Scheuch nicht fragen, weil er ist nicht Mitglied dieses Hohen Hauses. Und ich könnte ihm ein SMS schreiben, das ist eine sehr intelligente Aussage vom Herrn Abgeordneten. Aber wie gesagt, die FPÖ, die überall gerne regieren möchte, die der Bundesregierung immer ausrichtet, sie hat keine Lösungen, keine Konzepte. Sie haben überhaupt keine Konzepte. Weil wenn man nämlich keine Verantwortung trägt und keine Verantwortung tragen muss, dann muss man auch keine Lösungen finden. Man kann alles kritisieren, aber man muss nie eine Lösung auf den Tisch legen. Und Gott behüte, Sie regieren irgendwo einmal in einem Bundesland, dann wird das Bundesland genauso pleite sein wie Kärnten. Und das muss auf jeden Fall verhindert werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Man kann leicht kritisieren, wenn man keine Verantwortung trage, und das mache die FPÖ, sagt Gabriele Tammerl von der ÖVP.